Hallo ihr Lieben, da ja jetzt bald Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal so eine weihnachtliche, winterliche Vorspeise für euch und habe mir da ausgedacht, dass wir ein Rote-Bete-Carpaccio machen aus frischer gekochter Rote Bete mit gerösteten Walnüssen, Feldsalat, Granatapfel. Und einem Dressing aus Apfelessig, Balsamico-Essig, etwas Senf, braunem Zucker und Olivenöl. Und ja, fangen wir gleich mal an. So, ich habe jetzt die warme rote Bete in Scheiben geschnitten und schön auf dem Teller drapiert. Und hier haben wir jetzt den Feldsalat. Da mache ich jetzt ein bisschen von der Salatsoße dazu. Vermengen. So. So, ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich jetzt den Feldsalat mit dem Dressing und den Granatapfelkern und den Walnüssen auf den warmen Rote-Bete-Scheiben angerichtet. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Feta-Käse oben drüber tun. Und so haben wir jetzt ein nach der TCM leberstärkendes Gericht hier vor uns stehen. Und dann wünsche ich euch damit viel Freude beim Nachkochen und freue mich aufs nächste Video und sagt Tschüss.